Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 1. Wir spielen jetzt hier das dritte und letzte Kapitel von der Kriegsgeschichte der Meldegänger. So, hier stand es gerade, ich soll das Ferngas benutzen. Ich glaube, das war nur ein Hinweis und keine Anweisung. Von daher... Oh, sieht der mich jetzt? Ja, der hätte mich gesehen. Das ist ein Sniper da hinten, alles klar. Da habe ich doch direkt jemanden gehört. Das war niemals der Sniper da hinten. Da wollen wir mal gucken. Oh, da ist er. Alles klar. Der hat mich fast gesehen. Ja, der sieht mich doch gleich, oder? Da müsste ich jetzt gleich schon Lärm machen, anstatt das ein bisschen in Ruhe hier angehen zu lassen. Aber noch sieht er mich ja nicht. Der ist ja ein bisschen blind. Kann ich hier nicht irgendeinen Köder werfen? War doch so. Genau. Ja, das mache ich jetzt hier gerade zum ersten Mal. Damit habe ich bisher noch gar nicht gearbeitet, weil ich das am Anfang auch einfach nicht wusste. Zack. Schön mit der Hacke einmal rein. Oh, das hat der Sniper aber fast gesehen. Da hinten ist noch einer. Ups, scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Köder werfen. Nein, mach keinen Alarm. So. Ja, scheiße, ich wollte einen Köder werfen und habe den Köder scheinbar in den Kopf geworfen. Na gut, hat sich jetzt erledigt mit in Ruhe angehen lassen. Habe ich hier einen Sniper? Komm schon, bitte. Nee, ja, mit dem Schalldämpfer. Ja, danke, dass ich das jetzt bekomme, wo ich sie alle schon aufgeschreckt habe. Wow, ihr seid aber echt viele. Scheiße. Junge, Junge. So. Oh, schon leer. Ging aber schnell. Oh. Der wäre tot. Okay. Ja, kleiner Tipp am Rande. Bei diesem Scout-Gewehren ist das so, wenn ich jetzt hier jetzt schieße. Einmal, zweimal. Und ich lade jetzt nach. So, dann lädt er jetzt Kugel für Kugel nach. Wenn ich aber jetzt alle 5 Schuss leer schieße und der dann nachlädt, dann schiebt er in einem Zug 5 Kugeln in das Magazin, zieht einmal dann nach hinten durch, dass die Kugeln sitzen und dann geht es schon direkt weiter. Also dann lädt er viel schneller nach. Wenn es also möglich ist, es geht natürlich auch nicht immer, diesen Scout-Gewehren. Und ich glaube auch beim Sniper ist es genauso, ja. Ja, einfach leer schießen, weil er dann eben dieses gesamte Paket nachlädt. Boah, geil, ist seine Waffe schön runtergeflogen. Vielleicht kann ich sie mir holen. Ja, sehr schön. Das tausche ich gleich mal aus. Hat sich ja richtig gelohnt, den da so runter zu ballern. Was gibt's hier Schönes? Jo, die tausche ich auch mal. Experimentell ist, glaube ich... Ja, mit Burst, okay. Mir gefällt mir, die sollte ich vielleicht auch mal im Multiplayer ausprobieren. Finde ich echt ganz geil. Natürlich eine Hammerstabilität und verleitet jetzt nicht so dazu, dass man irgendwie so drauf, wild drauf losballert und dann übelst verzieht. Ach, die sind da drin, alles klar. Was, schon wieder? Sicher, dass sie mich nicht erschießen wollen? Komm, verschwinden wir von hier. Der Laden hier stürzt jeden Moment ein. Nein, wir können nicht weg. Der Feind ist immer noch da draußen. Verletzten bremsen uns aus. Du gehst. Ich sehe den Rückzug. Bishop, da draußen sind ich werde so tun, als würde ich die Festung attackieren. Das lenkt sie ab. Sobald du in Sicherheit bist, feuerst du ein Leuchtsignal. Wenn ich das sehe, werde ich mich zurückziehen. Scheiße. Oh, Befehlsverweigerung? Das sind Sie doch Spezialist. Komm her. Wie ein echter Australier.
Sieht gut aus. Danke. Auf die Beine, Jungs! Und los! Oh. Geht los. Oh, das war jetzt aber gerade ein bisschen sehr offensiv. Der hat mich fast gleich gesehen. Dann hoffen wir, dass das tatsächlich auch klappt, was sie da im Video gesagt haben. Wenn das Signal kommt, dass ich das dann noch schaffe, mich rechtzeitig zurückzuziehen. Halsmaul, sag das jetzt nicht deinen Kollegen. So, geht doch. Ja, aber das werden wir sehen. Schauen wir mal. Wird wahrscheinlich, denke ich mal, in einer Videosequenz passieren. Aber wer weiß, vielleicht heißt es auch, ey, entkomme innerhalb von der und der Zeit von der Festung. Wäre natürlich auch geil. Ja, der kommt dir doch jetzt um die Ecke, ne? Ja. So, haben wir schön markiert. Dann kann ich ihn auch gleich weghauen. Ich glaube, die Hacke müsste ich noch haben, ne? Ich habe da nicht so drauf geachtet. Ja, dreh wieder um. Oh, da hinten sind noch welche. Ja, schön mit der Hacke. Gleich wieder verstecken. Okay, da ist keiner. Ich dachte, es wäre ein Gewehr. Da ist auf jeden Fall einer. Jo. Okay. Aber ich habe nichts mit Schalldämpfer. Ich kann hier nirgendwo hoch. Jetzt hätte ich die Sniper ihn sonst so weg. Zack. Ja, wir sind alle alarmiert. Scheiße. Ich nehm's mit euch ein. Oh Gott, jetzt habe ich einen kompletten Alarm ausgelöst. Das habe ich jetzt aber nicht wirklich gedacht. Ich habe gedacht, die drehen es wieder durch und dann beruhigen sich alle wieder, so wie es sonst auch der Fall war in der Kampagne. Und ich dachte jetzt so, okay, wenn da jetzt jemand direkt am Alarm ist, so weißt du, und der sieht mich dann, dass der dann natürlich den Alarm auslöst. Also halt so Far Cry-mäßig. Aber das war jetzt ein bisschen anders als wie geplant. Ich brauche ja auch kein Sniper-Gewehr mehr, ganz ehrlich. Ich glaube nicht wirklich, oder? Ja, noch ein zweites Maschinengewehr wäre ganz cool. Aber die werfen hier alle nur Scout-Gewehre ab. Oh, okay. Ja, da ist das vielleicht doch ganz gut, wenn ich das hab. Wer schießt auf mich? Aua! Ja, krass, jetzt darf ich die gesamte Festung alleine einnehmen. Auch nicht schlecht! Nein! Oh, taktisches Wegrennen. Scheiß Sniper da hinten. Fuck! Ich habe ihn getroffen, aber er ist nicht tot. Scheiße. Oh Gott, Glück gehabt. Ach, jetzt hätte ich mal die 5 Kugeln wegschießen sollen, dann hätte ich euch das nochmal zeigen können mit dem Nachladen. Aber egal. Habe ich halt so nachgeladen. War da nicht irgendwo noch ein zweiter Sniper oder so? Ach, da hinten, ja. Ja, da war so ein Typ am Geschütz, alles klar. Jetzt wäre die Sniper-Rifle doch ganz geil gewesen, ne? Oh, nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Verdammt, ich treffe ihn nicht. Shit. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so schlau war, von Anfang an sofort den Alarm auszulösen. Aber ich probiere es mal. Ich habe ja keine andere Wahl. Wäre bestimmt auch cool gewesen, sich da so ein bisschen durchzuschleichen. Aber jetzt kriegt ihr die Action-Variante. Aber wo ist der jetzt langgelaufen? Ach, da hinten sind die. Scheiße, Granate. Nein, 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 nein. Treffe ich den von hier aus vielleicht? Nein, offensichtlich nicht. Scheiße. Aua. Da hinten ist einer, okay. Den habe ich. Okay, da ist noch welche. Nein. Schade. Boah, ich habe auch nicht mehr viel Schuss. Ja, 5 Schuss habe ich jetzt hier noch. Super.
Hier habe ich noch ein bisschen mehr, aber so aus der Entfernung ist hier jetzt auch nicht so krass die Waffe. Ja, gib mir irgendwas, was mehr Muni hat. Jetzt habe ich natürlich das totale Nahkampfsangriffs-Ausrüstungs-Setup hier. Ey, sag mal, die treffe ich aber auch schlecht. Deswegen renne ich hier einfach mal rein. Auch hier soll ich hin, okay. Hey. Da hinten ist noch einer. Gut. Oha. Shit. Ja, das sehe ich schon. Krasse Sache. Aber mich haben sie nicht gekriegt. So, liegt hier noch was Sinnvolles? Ja, irgendwas für die Entfernung brauche ich ja doch noch. Und jetzt ballern die hier aber ordentlich. Ein verdammter Flammenwerfer. Oh. Das ist natürlich uncool. Aua! Shit, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Dann geht das Feuer schneller aus. Fast sofort. So, jetzt habe ich ihn, geil. Nein! So. Wo seid ihr? Ach, da. Komm schon. Shit. Ja, jetzt habe ich sie ja markiert. Okay. Sag mal, warum treffe ich die denn nicht? So, jetzt reicht's. Oh Gott. Das verstehe ich aber auch nicht. So, jetzt habe ich hier wieder keine Muni mehr drin. Komm schon, geht doch. So, ich brauche unbedingt eine neue Waffe wieder. Oder Munition. Guck mal her hier. Okay. Ja, die nehme ich mir. Ja, die hatte ich ja eben auch, nur jetzt halt wieder mit Munition. Das ist ganz gut. Was liegt hier? Nee. Da. Ach, da hinten überall, alles klar. So, jetzt lädt er zum Beispiel diese 5 Kugeln auf einen Schlag nach. Zack, und schon hat er wieder ein volles Magazin. Jetzt treffe ich den wieder nicht. Ach, Munition, ja, ja, damit treffe ich ihn auf jeden Fall. Ja, super. Habe ich mir so gedacht, jetzt habe ich eine Schaufel, ey, nee, ne? Komm, gib mir irgendwas. Ein dämlicher Plan. Ja, das war dämlich gezielt. Ah, sehr gut. Ja, damit kann ich arbeiten. Aua. So, wo sind die Gegner jetzt? Da ist einer. Oh, da sind sie alle.
Oh, die ist jetzt auch schon fast leer. Aber jetzt habe ich die Gegner wegen Specker hauen. Ich versuche mal kurz Muni irgendwie einzusammeln. Na, immerhin. Scheiße, ein Flametrooper. Gar nicht cool. Ich habe jetzt nicht mal mehr Handgranaten. Da ist er. Aua. Ups. So, was habe ich? Toll. Oh Gott. Glück gehabt. Jetzt muss ich mir irgendwo eine Waffe klar machen, da. Super, mit neuen Munition. So, Hauptsache irgendwas. Sehr gut. Ja, krasses Ende auf jeden Fall. War wieder 1A inszeniert, würde ich sagen. Ich habe noch eine leichte Gänsehaut. Krasser Scheiß. Hat mir richtig Bock gemacht, die letzte Mission. Hätte ruhig ein bisschen länger sein können, finde ich. Aber war derbe fett gemacht. So. Cool, wenn ihr auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Freut mich sehr. Es würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Deswegen sage ich, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.